Ich begrüße euch ganz herzlich zum YouTube-Gottesdienst aus der Christuskirche. Passend zum neuen Jahr wird es heute um unsere Hoffnungen gehen. Unsere Hoffnungen für unser Leben und für diese Welt. Gott ist in die Welt gekommen und das soll nicht folgenlos bleiben. Gott ist gegenwärtig. Davon singen wir mit dem ersten Lied. Ich lese Worte aus dem Jesaja-Buch im 42. Kapitel. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe dann es sprost, lasse ich's euch hören. Thank you.
Sie kennen vielleicht den Spruch, Liebe ist, wenn Treusein Spaß macht. Wenn die Ehepartnerin oder der Lebensgefährte einfach alles ist, was einen interessiert. Wenn man gar nicht woanders hinschauen will, weil der Partner das Einzige ist, was man braucht. Liebe ist, wenn der Verzicht kein Verlust ist, weil man gar nicht merkt, dass einem etwas fehlt, weil gar nichts fehlt. Diesen Idealfall hat Paulus vor Augen, wenn er darüber spricht, wie wir Christen unseren Alltag führen sollen. Er fordert uns auf, dass ihr euren Leib dahin gebt, als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Man könnte sagen, Gott lieben heißt, dass es Spaß macht, seine Gebote zu erfüllen. Wie in so einer idealen Beziehung, wo sich beide ganz auf den anderen einstellen. Wo ich nicht mich selbst zurücknehmen muss, damit der andere auch mal zum Zug kommt, sondern wo beide ganz selbstverständlich aufeinander achten und danach fragen, was für den anderen gerade gut ist. Gebt euren Leib als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Ja, unser Glaube soll tatsächlich Auswirkungen auf unser ganzes Leben haben. Auf uns als Menschen mit Leib und Seele. Paulus schreibt das ja in einer Welt, in der es eigentlich in allen Religionen üblich war, Opfer darzubringen. Man ging also in den Tempel, das war der heilige Bereich. Dort brachte man den Göttern ein Opfer dar. Vielleicht ein Tier oder ein Lebensmittel, wie Getreide oder Obst oder auch nur Geld. Und dann hatte man seine Pflicht erfüllt, die Götter gnädig gestimmt. Paulus dagegen sagt, euer Leib und Leben sind das Opfer. Es geht nicht darum, dass ihr einmal in der Woche in den Tempel geht und ein Opfer darbringt oder in den Gottesdienst in die Kirche geht. Nicht dieser eine Bereich ist heilig, wo die Kirche steht, sondern euer ganzes Leben soll heilig sein. Es kann nicht sein, dass ihr einmal in der Woche danach fragt, was Gott will, zum Beispiel Lieder oder Gebete, und den Rest der Woche den lieben Gott einen guten Mann sein lasst. Sondern ihr sollt bei allem fragen, was ist Gottes Wille für mein Leben? Was ist Gottes Wille für die Situation, in der ich gerade bin? Wie in so einer idealen Ehe, wo es kein Verzicht für mich ist, danach zu fragen, was für meinen Partner gut ist. So sollte es auch in meiner Beziehung zu Gott kein Verlust für mich sein, nach seinem Willen zu fragen und zu überlegen, was jetzt angesagt wäre. Einfach, weil es gut tut, das Richtige zu tun. Gottes Gebote erfüllen, das klingt furchtbar langweilig und spießig. Aber von der Liebe zurückgeben, die wir bekommen haben, bedingungslos und ohne unsere Vorarbeit, das ist doch eigentlich ganz okay. Vielleicht sogar selbstverständlich. Spaß soll es machen, ganz natürlich sein, wenn wir nach Gottes Willen für unser Leben fragen. Und sozusagen als Gegenleistung können wir uns auf eines verlassen. Er wird uns nicht überfordern. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zuteilt, geteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir sollen, können, dürfen uns gegenseitig ergänzen. Wir müssen nicht die eierlegende Wollmilchsau sein, sondern wir sollen nur das tun und schaffen, was wirklich zu uns passt, was für uns machbar ist. Denn letztlich geht es darum, dass wir als Gesellschaft vorankommen, dass wir als Gemeinschaft der Christen zusammenwachsen. Und da sollten wir tatsächlich nicht zu viel von uns halten, sollten uns nicht zu wichtig nehmen, sondern unsere Mitmenschen als gleichberechtigt ansehen. Wir gehören zusammen, sind aufeinander angewiesen, wie mein Bein auf meinen Arm und umgekehrt. Diese Worte waren wohl kaum je aktueller als heute, wo wir als Gesellschaft die Pandemie in den Griff kriegen müssen. Immer wieder werden Diskussionen losgetreten, ob wir vielleicht nicht die Alten ein bisschen mehr wegsperren könnten oder die Kranken,
Natürlich nur zu ihrem Schutz und vielleicht ein bisschen dafür, damit wir unsere Freiheiten mehr genießen können. Damit Kneipen wieder öffnen können oder Diskotheken. Liebe ist, wenn Treu sein Spaß macht. Liebe ist, wenn ich gerne an meine Mitmenschen denke und bedenke, was sie brauchen. Glaube ist, wenn ich fest darauf vertraue, dass Gott mich trägt, bei allem, was ich aus meinem Glauben heraus tue. Glaube ist, wenn ich meine Mitmenschen ansehe und gar nicht anders kann, als ihnen Gutes zu tun, weil ich in ihnen geliebte Gottes Geschöpfe erkenne. Glaube ist, wenn ich mein ganzes Leben als Gottesdienst sehe, alles mit Gott verbunden, alles von Gott und für Gott da, alles von Gott geschenkt. Gebt euren Leib als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst sein. Amen. Wir beten miteinander füreinander. Guter Gott, wir bitten dich für alle, die den Mut verloren haben, die nicht mehr hoffen auf eine bessere Welt. Pflanze ihnen die Hoffnung ins Herz, damit sie auf dich vertrauen und den Menschen wieder etwas zutrauen. Wir bitten dich für alle, die mit der Pandemie hadern und mit den Maßnahmen der Regierenden. Gib uns allen die Kraft, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen und das Gemeinwohl unserer Gesellschaft über unsere eigenen Interessen stellen. Wir bitten dich für alle, die leiden, sei es an Einsamkeit, Hunger oder Krankheit. Sei bei ihnen mit deinem Trost und deiner Kraft. Schenke Heilung, wo es möglich ist, und schicke Engel, die mit ihrer Gemeinschaft die Einsamkeit überwinden. Wir bitten dich für alle Feuerwehrleute und Polizisten, Ärztinnen und Krankenpfleger, für alle in den Gesundheitsämtern und den Impfteams. Sei bei ihnen und gib ihnen Kraft für ihre wichtigen Aufgaben. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die Jesus Christus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Und nun geht in die kommende Woche getröstet und gestärkt mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.